Einen wunderschönen guten Tag, YouTube, zu einem neuen Angezockt. Heute spielen wir Felix. Felix the Reaper. Ich habe keine Ahnung wieder, um was es geht. Wie immer, ihr kennt das Prinzip. Ich habe gerade nur ein bisschen die Musik geändert. Rein da. Well, Felix, on your way to your first working day as a field reaper, As any good instructor of the Ministry of Death, I'll be guiding you through these final steps into full Field Reaper territory. By the way, about your little quirk, as we've discussed, some of the other Reapers find it somewhat, unnerving. So, while you're in the field, do try to keep the dancing to a minimum. Okay. Of course, there's your unusual motivation for becoming a field reaper. It's not exactly forbidden, but we have been through breasts. This, Felix. Being in love is not conducive to the kind of work we do at the Ministry of Death. Especially since the object of your affection works for the Ministry of Life. I know you think your missions will provide a chance to run into her in the mortal realm. Where there's death, there must be life and all that. Das ist übrigens erst eine Demo. Volles Spiel gibt es noch nicht. Possible match. Right, Felix? Well, don't say I didn't warn you. All right, enough of all that. Your first mission awaits, Felix. Classic scenario, a hunting accident. Now, if only I could find the full briefing. Hang on, Felix, sorry. Well, I guess we don't need a formal briefing for a case as simple as this one. Stay tuned for more instructions once you reach the mortal realm, Felix, and enjoy the passage. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, was uns hier erwarten wird. Wir sind für immer hier, da wir diese hübsche Lady, die eben gesehen haben. I suppose I have to improvise a bit without the briefing. I'll just try this. Okay. You've got moves. That's for sure. Try. That's right. You cannot move into the sun. You've been paying attention, Felix. Go here now. Okay, wir dürfen nicht in die Sonne und er tanzt ein bisschen, der verrückte Boy. Ja, du bist ein paar Kopfhörer. Okay. Gehen wir hin. Ah, rechte Maustaste, können wir ein bisschen Kamera ändern, alles klar. Ah, wir können die Sonnenstrahlen ändern. Okay, kriegen wir hin. Was passiert jetzt? Aha! Yes, I know that. Wonderful. Now go to that skinny mortal and click. Sorry. Pick him up. Kriegen wir hin? Great. Müssen jetzt gerade noch rumklicken? Warte. Ah ja! Gehen wir erstmal hin. Ach, wir haben den jetzt bei uns drauf. Oh. Einen noch rüber. Und jetzt können wir da hin. Mal gucken. Alles können wir dann da reinziehen. Party? Stabile Party? Was auch immer das ist hier mit dem Speer. Einen Aufzug haben wir dahin gesetzt bekommen. Ja, now, mach's gut. Let's see what happens when time unfreezes here. Very well done, I must admit. That dancing, cuddly Felix, and... Wir haben ihn gerade umgebracht. What's this? Nice. No, this is bad. Wenn du ein bisschen aufgetreten, Notiz, das ist nie passiert, Vorfall sofort melden an, Abteilung für Nicht-Existenz, unvorhandener Ereignisse. Okay, ich bin gespannt. Der nächste Fall
Also wir müssen quasi die Figuren irgendwie so hinstellen, dass sie dann nachher verrecken. I understand you've received the proper paperwork and made your preparations most diligently, of course. Medieval Europe and the 1980s in New York, some mixing. Das wurde mir nicht angezeigt, dass man die kaufen kann, aber okay. Okay, in der Welt der Sterblichen treffen wir uns wieder, alles klar, mach's gut. Okay, wir müssen irgendwie so die Welt dann so oder die Figuren so ein bisschen anders anordnen, dass sie auf jeden Fall sterben. Irgendwie. The televator traffic is terrible. The Ministry of Life televators are a nuisance, jamming up the space-time continuum. We have to... Oh! Da ist der Aufzug. Here we are. Welcome, Felix. Now, let's do it properly this time. Always check out what happened when time froze. Okay, töte den Hirsch. Ah, that's for me. I have to get on with other things, you know. I'll leave you on your own now. Stay in the shadows and good day to you, Felix. Also müsst ihr den Elch da hinbekommen. Kriegen wir, glaube ich, hin. Kleiner Partyboy. Den haben wir jetzt. Ja, okay. Mm-mm-mm. Ziehen wir da rein. Lose yourself to dance. Woo! Woo! Geil! Ist tot. Rein in die Olga. So, und jetzt müsste der eigentlich dann easy gekillt werden. Great work. Gute Arbeit. According to plans and regulations, just lovely. Ganz zauberhaft. This makes an instructor proud. It really does. I believe he'll be fine on his own now. I will only be checking in every so often. Okay, jetzt haben wir noch eine Bewertung. Rette den Hirsch. Okay, dann retten wir ihn. Okay, Point and Click auf jeden Fall. Wir müssen irgendwelche immer umbringen oder retten. Wie jetzt zum Beispiel den Hirsch gerade. Da sind wir schon zu spät. Ist mal ein anderes Spiel auf jeden Fall. Rette den Hirsch. Okay, okay, okay. Was haben wir denn hier? What? Den können wir damit nach vorne und nach hinten ziehen. Ah. Ich verstehe es absolut nicht. Warum sollten wir darüber? Ah doch, ich glaube, den muss ich jetzt nach vorne ziehen. Damit ich hier hinten dran komme, oder? Kann das sein? Tanzbär, kann das sein? So, jetzt aber. Uns den Kopf schnappen und dann... Kommt der Kopf denn jetzt hin? Den da reinziehen. Dann schieben wir den jetzt mal weg. So, und dann gehen wir hier rüber. Ich bin nicht aufzuhalten. Ah, das lief semi gut.
Alles klar. Oh mein Gott, das war Zufall. Das habe ich gar nicht gesehen. Nice. Kann sich sehen lassen. Bewegt das Bier. Das ist genau meine Aufgabe. Bier bewegen kann ich, dafür brauche ich auch keinen Schatten. Bier bewegen immer super. Ich muss sagen, gut, jetzt am Anfang muss ich sagen, ist mir da ein bisschen zu wenig abwechslungswert, wenn ich für ein Spiel für mich, was ich 2 Stunden spielen kann. Boah, Bier wieder leer, gar keinen Bock. Bewegt das Bier. Da kommt der nach hinten. Oh. Das Bier, da müssen wir holen, ne? Wir müssen ihn, glaube ich, doch bewegen. Damit wir den Schatten rein können. Der alte Tanzbär. Hier rüber. Wollen wir ja ein bisschen Tag-Nacht spielen. Okay. Was ist das denn? Können wir das nehmen? Okay. Ich hab noch keine Ahnung, wohin damit. Haben wir denn da so eine Art Baumsturm, wollte ich gerade fast sagen. Was können wir denn noch so nehmen? Was können wir noch nehmen? Möchte der das vielleicht? Da kommen wir gar nicht hin. Da kommen wir nicht hin. Ach, lol, okay. Damit können wir Schatten machen. Moment mal, ja, ist wieder. In die Richtung haben wir ja gar keinen Schatten. So, wir schieben den nochmal nach vorne. Ich glaube, der muss nach vorne, damit wir nachher den Schatten dahin packen können. Wir müssen ja safe ans Bier kommen. Bier ist ganz wichtig. Wait, what? Alles klar. Dann können wir uns nicht dahin packen. Yay! Da kommen wir ans Bier. Können wir das wieder mitnehmen? Alles klärchen. Weil ich glaube, den Strohballen brauchen wir gleich auch noch. Gleich mal gucken, ob das so clever war. Okay, alles klar. Dann kommen wir da gleich wieder hin. Und dann kommen wir da oben lang. Genau. Und jetzt müssen wir das B wiederholen. Nichts einfacher als das. Zack, wieder zurück. Rüber. Sonnen wechseln. Kriegst du das Bier? Ich krieg das Bier. Muss ich doch vor dem stehen?
soll das Bier denn hin? Da drauf. Okay. Level geschafft. Da sind kleine Rätsel auf jeden Fall immer drin, ne? Ist das jetzt für mich? Ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Einblick hier von dem Spiel bekommen, Felix the Reaper. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und diese kleine Szene gucken wir uns noch an. Der kleine Mann freut sich, dass er wieder Bier reinscheppern kann. Okay. Interessante Kiste. Das Spiel gibt es auf Steam. Wie immer alles unten in der Beschreibung. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Macht's gut.